glaube ich, die erste Stunde ist quasi so ausgefallen, ne, weil wir alle so in so einer Schockstarre waren. Dachte, Hilfe, kein Unterricht, die Musikschule, das war ja unvorstellbar. Ich habe dann, der erste Schritt war, dass ich erstmal mir eine Skype heruntergeladen habe, weil ich von Skype gehört hatte. Ich habe mich für nie benutzt. Hab ich gedacht, wie wird das dann mit dem persönlichen Kontakt? Ich hab Skype schon genutzt, Zoom noch nicht, aber Skype hatte ich genutzt schon so für private Gespräche und alles. Aber zum Unterrichten habe ich auch gedacht, das geht nicht. Damals hat man ja auch gedacht, also ich habe damals gedacht, okay, das wird jetzt so ein paar Wochen so sein und danach wird es wieder alles normal sein. Und dafür habe ich mir dann einen Mac gekauft. Ich bin jetzt so froh, dass ich jetzt einen großen Bildschirm vor mir habe, mit dem ich das machen kann. Und habe auch hier mein Mikrofon und habe da den Sound über die Boxen. Und die Schüler hören sich bei mir an, als ob sie bei mir im Raum sind. Das nichts geht. Also nichts, was man sonst im Präsenzunterricht macht, geht. Und da muss man neue Wege gehen. Und ja, neue Wege gehen ist anstrengend und ist auch hat gewisse Gefahren. Tatsächlich hat es besser funktioniert, weil ich einfach auch versucht habe, anders zu unterrichten. Wenn jetzt ein Kind einen wichtigen Aspekt hat, den es jetzt wirklich nicht vergessen soll, dann sage ich, du, jetzt, was ich dir jetzt sage, ist sehr, sehr wichtig. Und damit du es nicht vergisst, nehmen wir das jetzt mal auf. Also es ist so, dass ich als Pianistin einfach unheimlich viel schauen muss, wie bewegen die Schüler ihre Hände. Und da muss ich mir den Rechts, der mir klanglich eigentlich fehlt, den ich nicht wirklich kontrollieren kann, muss ich mir daraus erschließen. Dann sind wir dazu übergegangen, dass ich Stücke einspiele. Ich finde, es funktioniert auch ganz gut, dass die Kinder irgendwie Material haben und dass wir auch immer, dass die Kinder auch erfahren, das Material in die Kamera zu zeigen. Zum Beispiel arbeiten wir viel mit Händen. Wöchentlich mindestens eine qualitativ richtig gute, technisch richtig gute Aufnahme von sich geschickt haben. Das simultane Musizieren, das hat eben nicht funktioniert und ich habe da meine Schüler angehalten, einfach, dass sie sich trauen, A Cappella zu singen. Funktioniert auch ganz toll, so eine Kombination aus Bildschirm sitzen, dann kriegen die Kinder eine Aufgabe, dürfen den Bildschirm verlassen, gibt es ein kleines Bewegungsspiel und beim bestimmten Signal, meist wenn das Klavier aufhört, sollen die Kinder wieder zum Bildschirm zurückkommen. Sowas funktioniert sehr gut, finde ich. Wenn die Aufgabe war, bitte nimm dieses und jenes Stück für mich auf, haben sich echt Mühe gegeben. Das eine Kind hat ein Lied komponiert selber, auf der Flöte. Selbst Text gemacht. Liebe Schnecke, du bist ja so nett, weil ich dich so gerne bei mir hätte. Und das fand ich so goldig, dass ich dieses Lied jetzt als Lied gemacht habe fürs ganze Anfängerorchester. Oder ich habe jetzt zum Beispiel entdeckt, also ich habe jetzt das Aquarium von Camille Saint-Saëns gemacht. Das mache ich auch im normalen Unterricht und da habe ich gedacht, man probier das doch mal. Das ging ganz, ganz toll. Da gibt es ja diese ABA-Form, erst die Fische und dann haben wir die Fische mit den Händen gemacht, so ein Bildschirm, auch mal so hin und her, das sah schon ganz toll aus. Und bei der Angelina liebt die Katze das Klavierspielen so sehr, dass sie zwischendurch auf die Tastatur springt und solche Sachen. Neulich habe ich mal zum ersten Mal ein Kind zum ersten Mal in echt gesehen, weil ich zufällig auf dem Schulhof war und da war das Kind auch, hallo Herr Müller. Also wir Pianisten haben ja halt immer das Problem, dass wir das Instrument nehmen müssen, was gerade vor Ort steht. Ich kriege im Präsenzunterricht natürlich sofort mit, macht den Kindern das Spaß oder macht es ihnen keinen Spaß. Die sind überhaupt nicht mehr gewohnt, so nach außen für einen anderen Menschen zu spielen, mit diesem, ich will was geben, meinem Zuhörer. Und bei dem Distanzunterricht habe ich dieses ganz Unmittelbare in einer Gruppe nicht so. Das Präsenzunterrichten, das geht in einer vorgefertigten Schiene und das ist schon lange schon ausprobiert und läuft schon seit Jahren und Jahrzehnten läuft das so. Aber jetzt hier beim Online hat man halt Möglichkeiten, die
halt, die noch nicht großartig betreten worden sind. Du weißt, dass ich das alles eigentlich ziemlich gut finde, besser als ich gedacht hätte. Aber wenn ich jetzt die Perspektive habe, 3 Jahre geht es noch so weiter, dann würde ich echt überlegen, mindestens 1 Jahr Sabbatical unter Verzicht auf mein Honorar, meine Bezahlung zu machen. Mit meinen Einzelschülern, das finde ich so voll krass, dass ich diese Distanz eigentlich gar nicht mehr spüre, dass das schon so normal geworden ist. Das schönste Erlebnis ist zu sehen, dass ich tatsächlich auch Kinder, dass wir als Lehrer-Schüler-Verhältnis eigentlich schon vergessen haben, dass wir überhaupt online sind.